Eva Simons. Mit ihrem Hit Silly Boy stürmt die Holländerin gerade sämtliche Charts. Die Geschichte ihres Erfolges ist mindestens genauso verrückt wie ihre Irokesenfrisur. We wrote a song in, what was it, like June? Wir haben den Song im Juni 2008 geschrieben und wir taten das, was Autoren so machen. Wir haben versucht, ihn an Künstler zu verkaufen. Wir brachten ihn zu Plattenfirmen, aber wir hörten nichts von denen. Eines Tages, das war so im April 2009, rief mich Tears an und sagte, hey, unser Lied ist auf YouTube. Und ich so, toll, das ist doch super, wir bekommen Promotion. Er sagte dann nein, weil alle sagen, dass es ein Lied von Rihanna und Lady Gaga ist und dass Timbaland es produziert hat. Dann haben wir beschlossen, dass wir die Leute wissen lassen müssen, dass wir diesen Riesenhit produziert haben. Naja, eine Woche später rief uns die EMI an. Dann ging alles sehr schnell. Von so einer Karriere träumt Eva schon seit ihrer Kindheit und tut alles dafür. Sie besucht die Musikhochschule in Amsterdam, sammelt Erfahrungen als Background-Sängerin, macht Jingles für Werbungen, schreibt Songs für andere Künstler. Dank Silly Boy hat die 25-Jährige ihr Ziel erreicht und arbeitet gerade an ihrem ersten Album. Die meisten Lieder sind Elektropop, ähnlich wie Silly Boy. Es gibt auch ein paar Balladen, bisschen rockige Sachen, aber wir bleiben grundsätzlich bei den schnellen Uptempo-Songs. Und genau so mag ich es. Und wie es so ist, ein ganz großer Popstar zu sein, wird Eva zum ersten Mal bei The Dome erleben. Hier wird die Holländerin ihren Song vor Tausenden von Fans performen. That is crazy. Das ist total verrückt. Ich singe mein ganzes Leben lang, trete in kleinen Clubs auf, alles im ganz kleinen Rahmen. Dieses mühselige Hocharbeiten, damit aus einem was Großes werden kann. Jetzt auf einmal soll ich vor 10.000 Leuten singen. Das ist das erste Mal und das ist verrückt. Mein Traum ist wahr geworden. Ich bin sehr glücklich. So, I'm really happy. Yeah. Silly boy, silly boy, boy, boy. Active, active, silly boy.